Ja, hallo, mein Name ist Dietrich Kortenbruck und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir ein Gespann bestehend aus einem John Deere 650R und einem Wienhof Güllefass mit Schleppschuhgestänge in die Datenerfassung bei Exatrack integrieren. Dafür habe ich mitgebracht heute ein Exatrack T2 Telemetriemodul, das uns die Daten von der Maschine liefert, und ein Anschlusskabel passend für diesen John Deere. Das passt nicht bei allen, da gibt es spezifische Kabel für alle möglichen Marken, aber das brauchen wir für diesen Schlepper. Ziel des Ganzen ist natürlich, diesen Schlepper jetzt in die automatische Dokumentation auf den Betrieb zu integrieren, um natürlich den manuellen Dokumentationsaufwand möglichst gering zu halten. Wir legen jetzt erstmal los, indem wir das Kabel hier an den Schlepper anschließen. Das ist jetzt ein Kabel speziell für diesen John Deere. Wir haben aber auch andere Kabel verfügbar, wenn es um andere Schleppertypen geht. Also, je nachdem, auf welchem Schlepper ich sitze, haben wir da verschiedene Anschlüsse, die wir nutzen. In diesem Fall hier die Diagnoseschnittstelle vom Schlepper. Die Datenerfassung läuft hauptsächlich über Isobus. Wir nutzen trotzdem diese Steckdose, damit der Isobus InCap frei bleibt für das Spritzterminal und andere Geräte. So, bei diesem Schlepper ist die Dose hier hinterm Sitz. Da stecke ich jetzt diesen Anschluss einmal rein. Und dann haben wir noch dieses Kabelende offen. Das ist natürlich für den T2 vorgesehen. Für die Installation erfolgt ohne Schrauben und Bohren. Das heißt, wir haben hier nur diese Klebepads, die einfach an irgendeiner Stelle in der Kabine befestigt werden können. Das heißt, wir ziehen die einmal ab. Die liegen der Lieferung auch üblicherweise bei. Wichtig ist vorm Befestigen, dass wir uns einmal die Seriennummer merken, nämlich hier T2002416, weil die brauchen wir nachher, um das Modul digital mit diesem Schlepper verbinden zu können. Also, Klebepads sind bereit. Einmal das Modul anschrauben an die Steckverbindung. An eine Stelle in der Kabine, wo es nicht stört, befestigen und das Kabel auch ordentlich liegt. Und das war's. Installation auf dem Schlepper ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch den Schlepper im Webportal anlegen, mit dem T2-Modul koppeln und dann ist die Installation erledigt. Wir gehen hier erstmal im Portal auf Fahrzeuge. Dort haben wir eine Liste mit den bestehenden Fahrzeugen und werden dann hier mit dem Klick auf Plus ein neues Fahrzeug hinzufügen. Zuerst wird dann der Schleppertyp ausgewählt, also wir haben jetzt einen Traktor hier, geben dem Ganzen einen Namen. Wir nennen ihn mal John Deere 650R. Als Farbe natürlich ein John Deere Grün, das wir hier haben. Und wählen dann noch den Hersteller aus der Herstellerliste. Modell können wir eingeben, 650R. Ein Baujahr dazu, 2000. Das Baujahr haben wir dieses Feld, 2017. Betriebsstundenkilometerstand müssen wir nicht unbedingt eingeben. Das wird dann gegebenenfalls direkt das Modul von den Schlepperdaten liefern. Wichtig, noch einen Kostensatz hinterlegen, für die nachher so ein bisschen ihre Kosten verfolgen wollen. Wir arbeiten momentan noch nicht damit, deswegen gebe ich dem jetzt einfach mal 1 Euro pro Betriebsstunde und dann speichern wir das Ganze. So, wir haben jetzt den Schlepper angelegt, der ist hier in der Liste, John Deere 650R. Und was wir jetzt noch tun müssen, ist diesen Schlepper, den wir angelegt haben, mit dem Modul zu koppeln. Dazu gehen wir auf die drei Punkte rechts in der Liste. Dort ist ein kleines Symbol zuweisen, so ein Linksymbol. Und da gehe ich drauf. Dort sehen wir dann eine Liste mit den Modulen, die unserem Betrieb zugeordnet sind. Wir haben gerade das Modul Nummer 2416 auf dem Schlepper installiert. Das wähle ich jetzt hier einfach in der Liste aus. Drücke auf Speichern. Und das war's. Und jetzt können wir gucken, einmal Zündung einschalten, dass der Schlepper dann noch online geht. Jetzt schauen wir nochmal im Portal nach, ob das Gerät auch online geht. Dazu gehen wir in die Hauptansicht, Übersicht heißt der Tab. Und hier oben sehen wir es, John Deere 650R ist online gekommen. Wir haben die Position auf der Karte mit dem Namen. Wir haben hier in der Schlepperliste den Schlepper mit dem kleinen grünen Symbol, dass er online ist. Und wenn wir draufklicken, zum Beispiel sehen wir auch direkt den Maschinenstatus, der ist aktuell in der Vorbereitung für die Arbeit hier am Hof. Und wir haben einen Tankfüllstand von 32,8%. Das heißt, bevor man jetzt losfahren würde, macht es auf jeden Fall Sinn, nochmal zu tanken. Wir haben jetzt den John Deere Schlepper hier gerade mit einem Exatrack T2 Telemetriemodul ausgestattet. Wir haben den Schlepper angelegt, im Webportal und das Modul dem Schlepper zugewiesen.
Schlepper ist online gekommen. Wir sehen die Daten des Schleppers, Dieselverbrauch, Tankfüllstand und die Position. Das heißt, die Installation ist an der Stelle abgeschlossen. Wir können jetzt Daten erfassen, unsere automatische Dokumentation beginnt und uns nach dem Ersteinsatz hinsetzen und die Daten auswerten.